Okay. Wie kommen wir da hoch? Alter. Ich will hier irgendwie hoch. Aufs Dach. Am besten so. Okay. So kommt man hoch. Alles klar. Alle, hopp. Und einmal rum. Und dann da. Und lauf. Und jump. Und jump. Oh, ernsthaft. Okay. Easy going. Easy. Und hep, hep, hep. Und hep, hep, hep. Und. Kommen wir da nicht hoch? Nein. Höher geht's anscheinend nicht. Seien da oben eine Feder drauf. Da sind auch die Mauern, Stadtgrenze. Da eine Feder drauf? Nee. Hier ist immer noch kein L. Wo wohnt denn nochmal Leonardo? Ich krieg hier gleich ein Raster. Ich krieg hier... Es geht ja gar nicht. Okay. Hier sind wir dann am ganz äußersten Punkt von der Stadt. Von Florenz. Und jetzt... Da oben sind Diebe. Kann man auch anheuern. Das haben wir zwar noch nicht gelernt, aber das geht. Aber hier ist doch gar nichts. Schön. Plagt euch etwas, Freund? Plagt euch etwas, Freund? Ja, dass ich nicht weiß, wo Leonardo da Vinci wohnt. Ich vermute mal, ich hätte noch irgendwas machen müssen in einem Puff und hab's vergessen. Irgendwie mit der Mutter reden oder irgendein Quatsch. Irgendetwas, was ich einfach vergessen habe. Kommen wir irgendwo hoch? Da kommen wir hoch. Ah, okay. Synchronisieren. Ach ja. Das Leben nicht herrlich. So halbwegs. Ist hier Leonardo? Nein, da ist nur eine weitere Codex-Seite. Das heißt, wir gehen zum nächsten Aussichtspunkt. Die Suche nach Leonardo ist echt schrecklich. Tut mir leid, aber das ist gerade echt schrecklich. Jo. Dicken Menschen, die nur in Menschenmengen rumlaufen. Bei einer Leiche stehe. Eine Kiste. Gib mir da Kiste. Und Money, Money, Money. Danke. Und dann einmal kurz außen rum. Auf das Teil drauf und dann rüber. Beziehungsweise hoch. Okay, wo ist hier dann der Aussichtspunkt? Sehe ich den schon? Ich frage mich, was es mit diesem Ding auf sich hat, mit diesen Glyphen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gott, da ist eine Person. Halt dich fest, Ezio. Schön. Volltrottel da. Nee, ich bin kein Gaukler.
Aber das sieht alles so unbekannt für mich aus. Aber dann haben wir zumindest das schon mal abgeschlossen und müssen das nicht mehr machen. Oh, ist das ätzend. Aber es sieht echt unbekannt für mich aus. Es tut mir leid. Leonardo? Dann vielleicht hier. Es kann ja dann auch nur noch sein. Ich habe dann ja alles, was ich momentan aufdecken kann, aufgedeckt. Mehr geht ja nicht. Der Kerl kommt dir nicht bekannt vor. Ich bin im Heubusch. Noch so ein Kasper. Idiota. Idiota. Den geht's echt mies hier, zum Teil. Wenn ich jetzt gleich alles aufgedeckt habe und immer noch kein L sehe, kriege ich hier ein Raster. Dann haben... Ey, bei euch sieht das einfach aus. Es ist bestimmt total einfach. Ja, aber dann kriege ich, glaube ich, ein Raster. Wenn hier auch wieder nichts ist und ich immer noch keine Ahnung habe, wo ich überhaupt hin muss, ich glaube, dann... keine Ahnung. Okay. Ich habe jetzt alles, aber wirklich alles abgesucht, ja? Schnellreisestation. Da ist eine Schnellreisestation. Was sind das denn für Teile? Oh Gott. Nee, dann jump ich lieber hier runter. Was heißt Schnellreisestation? Sempre fresca, sempre fresca, was? So, Schnellreisestation. Reisen mit der Karawane. Ah, okay, das sind für auswärtige Dienste, sag ich mal. Ja, das ist mir egal. Ich will die Karte nochmal haben. Ich bin hier oben und ich garantiere euch, das ist einfach nur irgendwo hier unten. Voll ätzend. Das ist voll ätzend. Ich glaube, hier wohnen wir. Das heißt, ich renne da jetzt mal hin. Sind ja nur 280 Meter. Die Stadt ist ja zum Glück noch nicht so groß. Okay. Nee, das finde ich ein bisschen schade gerade, dass es mir nicht angezeigt wird, weil ich habe noch keine Ahnung, wo Leonardo... wohnt. Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Also ich weiß, dass ich zu Leonardo muss. Aber ich habe keine Ahnung, wo sein Haus ist. Das kann man sich doch auf der Karte überhaupt nicht merken. Man hat ja gar keine Anhaltspunkte. Man hat ja nichts. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Halt die Schnauze, ich gehe hier nur hoch. Ja, Gebiet noch nicht verfügbar. Nein, Gebiet noch nicht verfügbar, ich weiß, aber... schön, Ezio. Da ist ein Seil. Dankeschön. Wie gesagt, ich glaube, dass wir da gewohnt haben. Und dementsprechend, Oh, ätzend. Ich verliere ihn. Du musst schneller machen. Ich sehe ihn dort. Ja, hier haben wir gewohnt.
Hier haben wir gewohnt. Wo stehst? Wo stehst? Okay, es ist viel einfacher, wenn man das so ein bisschen Ahnung hat. Och, meine Bücher, meine empfindlichen Meisterwerke. Zurück, ihr habt genug Unheil angerichtet. Ja, lass mich doch mal. Gut. Wo wohnt jetzt Leonardo? Du bist dieser Fette mit diesem komischen Lover. Ha. So. Wo wohnt Leonardo? Ich glaube, wir sind einfach nur hier runtergelaufen. Hier irgendwo hin. Das heißt, nochmal in die Richtung, wo wir wohnen. Haben hier gewohnt. Oh Gott. Nee, hier haben wir nicht gewohnt. Wo haben wir denn gewohnt? Leonardo, wo bist du? Mein guter Freund. Da hinten? Nee. Ich glaube, wir sind hier lang gelaufen. Ja, leck mich. Ich glaube, wir sind hier lang gelaufen. Und dann sind wir hier rumgelaufen. Nee. Wo sind wir denn? Wo befinden wir uns denn? Ich bin so aufgeschmissen. Einfach mal Richtung Gegensatz von Norden laufen. Das heißt, dahin. Hier? Nein. Hier? Nein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Beschäftigt nun den Gonfaloniere. Der Kongress kann erst statt Seide und feingewobenes Leinen. Hier irgendwo? Ey, ich hab doch keine Ahnung, wo Leonardo wohnt. Oh Gott, da sind Wachen. Moment, das kommt mir bekannt vor. Nein, kommt mir nicht. Danke. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ätzt. Tut mir leid, Leute, aber es geht mir gerade selber tierisch auf den Piss. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich guck mir... Ach du Scheiße. Ich guck mir jetzt nochmal die Karte an, Moment. Irgendwas muss ja verfinden sein. So, Leute, da ist mir gerade das Assassin's Creed abgeschmiert. Und, nachdem ich es neu gestartet habe, schaut mal, da unten ist was. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. So ätzend, einfach nur ein Bug im Spiel. Und ja, das war halt ein Bug. Da kann ich halt nicht großartig was gegen machen. Salve. So, jetzt beeilen wir uns mal, dass wir da hinkommen. Ja, ist mir egal. Ist mir so egal. Dein Gott hat dich verlassen, Assassine!
Ich bin kein Assassine. Ich habe noch nicht mal eine Waffe, um mich zu wehren. Und ich bin gerade einfach nur brutal da am Durchrennen, weil leckt mich am Arsch.